Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr zu diesem Hörspiel wieder eingeschaltet habt. Heute ist Kakerlaken-Partyzeit. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die gesammelten Anrufe aus der vergangenen Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit unserem Hörspiel Kakerlaken-Party. Doch zuerst, falls noch nicht geschehen, wäre es ganz nett, wenn du den Kanal abonnierst, am besten gleich mit Glocke, weil dann verpasst du auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr vom Kanal. Ja, hallo. Hallo, guten Tag, ja. Spreche ich mit Herrn Schwan? Ja. Herzlich willkommen, Herr. Mein Name ist Marie. Ich rufe Sie von Stockmarkt Akademie an. Der Grund meines Anrufs basiert auf Ihrem Interesse am Onlinehandel und wir haben Ihre Daten von Investing-IDs bekommen. Ich möchte Sie mit unserem Expert verbinden, der Ihnen die Plattform zeigt, wie man ein Konto eröffnet und online handelt. Bitte, Herr, lassen Sie mich wissen, wann haben Sie Zeit für einen Anruf? Sie sind doch schon am Telefon. Wie bitte? Sie sind doch schon am Telefon. Hallo. Ja. Hallo. Also Herr, wann haben Sie Zeit für einen Anruf? Na, Sie sind doch schon am Telefon. Guten Tag, Sie haben mich angerufen. Ich habe Sie nicht angerufen. Ja, ich habe diese Nummer auf meinem Telefon, deswegen habe ich zurückgerufen. Und das ist ja Quatsch. Ja, es ist kein Quatsch, weil sonst hätte ich Sie ja nicht angerufen. Ich habe nicht gewusst, von wo dieser Telefon ist. Also Entschuldigung. Nein, ich habe Sie nicht angerufen. Also wie kommt dann Ihre Nummer auf meine Telefonnummer? Ja, dann werden Sie irgendwelche Betrüger mit einer Fake-Telefonnummer angerufen haben. Gibt es auch. Also ist okay. Ich habe nur gedacht, Sie haben was für mich, deswegen rufe ich Sie zurück. Okay, danke. Wiederhören. Wiederhören. Ja. Rauscht. Hallo. Ja. Guten Tag, Frau Dorf, ich spreche am Apparat. Hören Sie mich, ja? Jetzt höre ich Sie, ja. Ja, ich melde mich von Rückerstattungsagentur. Es geht um Ihre blockierte Transaktionen auf Finanzmarkt. Nehmen Sie mal bitte Ihr Mikrofon ein bisschen vom Mund weg. Man versteht Sie jetzt ganz schlecht. Jetzt besser? Ja. Ja, okay. Ich melde mich von Rückerstattungsagentur. Es geht um Ihre Aktivitäten auf Finanzmarkt. Bei uns steht blockierte Transaktionen unter Ihrem Namen. Deswegen melde ich mich bei Ihnen, ja? Was ist denn Rückerstattungsagentur? Ich melde mich von Blockchain. Und der Grund meines Anrufes heute ist folgendes. Ja, wir haben schon dreimal die Anfrage bekommen, dass irgendeine Brokerfirma wollte mit ihrem Namen die Auszahlungen tätigen. Aber die könnte nicht verifizieren. Also Verifizierung wurde fehlgeschlagen, ja? Deswegen rufe ich Ihnen an. Sehr interessant. Ja, eine kurze Frage. Unter Ihrem Namen bei mir steht fünfstellige Summe in Sternen, ja? Wollten wir prüfen, bitte, haben Sie so viel Geld investiert oder hat Broker unter Ihrem Namen gehandelt und profitiert? Nee. Wie viel haben Sie insgesamt investiert? Gar nichts. Haben Sie gar nichts investiert? Nee. Dann woher kommt das Geld unter Ihrem Namen? Weiß ich nicht, ist ja egal. Wenn Sie mir was auszahlen wollen, dann können Sie mir das ja gerne auszahlen. Mit wem spreche ich? Na, den Sie angerufen haben. Okay, mit Herr Habeck, ja? Mhm. Ja. Und unser Name läuft, wie ich habe gesagt, blockierte Transaktion. Auf jeden Fall, Sie haben etwas investiert. So, nee. Das aber wenn Sie mir was ja, auszahlen wollen, können Sie das ja gerne machen.
Okay, ich überprüfe das und rufe Ihnen später, ja? Alles klar, bis dann, Betrügerin. Ja. Hallo, schönen guten Tag, Herr Steiner. Wie geht es Ihnen heute? Wollen Sie sich nicht vielleicht erstmal irgendwie vorstellen? Mein Name ist Emily Baumann und wir haben auch vorher gesprochen wegen einer Anmeldung, dass Sie an Online-Handel gemacht haben. Erinnern Sie sich? Nö. Hallo? Ja, ich dachte, nein. Herr Steiner? Ja, was denn? Ja, Herr, und ich habe Ihnen vorher gesagt, wie es bei unserer Firma funktioniert. Erinnern Sie mich? Nee. Nee, Emily? Emily Baumann? Keine Ahnung. Nein? Und, Herr, Sie haben mir gesagt, dass Sie handeln alleine. Ist das richtig? Was? Sie haben mir vorher gesagt, dass Sie alleine handeln. Ja, das ist richtig. Hallo? Ja, was denn? Hören Sie doch richtig hin. Machen Sie mal den Krach im Hintergrund ein bisschen leiser, wenn Sie was verstehen wollen. Herr, ich wollte mit Ihnen nur ein paar Informationen teilen. Nur diese. Ich will aber keine haben. Wegen Online-Investitionen, Bitcoin. Ja, und wozu belästigen Sie mich jetzt? Weil ich möchte Ihnen belästigen, deswegen. Sind Sie bescheuert? Tschüss. Ja. Hallo? Ja, wie kann ich denn hier? Ja, hier spricht der Kundenberater Dämmer vom globalen Finanzmarkt. Sie haben sich registriert. Darf ich fragen, ob Sie schon irgendwelche Erfahrungen haben? Wen wollen Sie denn sprechen? Also, ich rufe, weil Sie haben registriert für Investitionen im globalen Finanzmarkt. Ich möchte wissen, ob Sie schon irgendwelche Erfahrungen haben. Und ich möchte wissen, wen Sie sprechen möchten. Also, Ricardo Lang. Ja. Das bin Ihnen. Mhm. Und von welcher Firma aus rufen Sie an? Limbo Finanz. Mhm. Also, ja. Ich möchte wissen, ob Sie schon irgendwelche Erfahrungen haben in Investitionen oder in globalen Finanzmarkt. Und warum möchten Sie das wissen? Also, ich möchte Ihnen helfen, Investitionen zu machen und Geld zu verdienen. Da brauche ich keine Hilfe bei. Sie brauchen kein Geld. Ich glaube, jedes braucht einiges Geld. Oder nicht? Ich dachte, ich brauche da keine Hilfe bei. Ja, Sie brauchen 250 Euro, das ist mindestens. Sie werden eine Hilfe. Verstehen Sie eigentlich, was ich sage? Ich sagte, ich brauche dabei keine Hilfe. Ja, ich verstehe dann. Okay, danke, tschüss. Hallo? Ja. Hallo? Ja, was möchtest du Schönes verkaufen, Bibi? Herr Zweger, stimmt? Was? Ich melde mich vom Bitcoin Bank Crypto Robot, weil sie ja, haben eine Anmeldung. Hören Sie mich? Ja. Sie haben eine Anmeldung bei uns gemacht und ich bin verantwortlich, Ihnen dabei zu erklären wegen. Wen wollen Sie denn sprechen? Spreche ich mit Herrn Zweger, Peter. Mhm. Ja, wie kann ich Ihnen jetzt helfen? Was möchten Sie denn gerne verkaufen? Was ist diese Methode wegen dieser Redenzeit? Versteht das irgendjemand, was Sie von sich geben? Ja, guten Tag. Hallo, Herr Peter. Was wollen Sie denn? Sind Sie auch Herr Oberlieb, oder? Was möchten Sie? Also, Herr Oberlieb, steht eine Anmeldung auf unserem System mit einer E-Mail-Adresse. Es geht um Bitcoin, dass Sie sind interessiert, im Bitcoin Bank Crypto Robot. Können Sie sich erinnern? Naja, wenn Sie nicht Ihren Namen sagen, Ihren Firmennamen nicht sagen und wo die Anmeldung herkommt, dann kann man sich das genau nicht dran erinnern. Richtig. Wie bitte nochmal? Was wollen Sie wissen?
Also ihnen fehlt es wirklich an allem. An Intelligenz, an Deutsch, Ausdrucksweise. Robert Lipp, was meinen Sie jetzt, bitte? Also ich meine, wenn ich jetzt nochmal irgendwann das Hell auseinanderkriegen können, dann stressen. Hallo Belief, Sie sind interessiert um Bitcoin, ja oder? Das ist ja, was kennen Sie mit diesem YouTuber? Was reden Sie bitte? Das ist kein Job. Ich versuche mich Ihre Gesprächsintelligenz anzupassen. Oh, Gottes Willen. Ja. Aber ecke. Ja. Hallo? Ja. Ja, schönen guten Tag. Alex, mein Name, und ich melde mich wegen Ihrem Interesse in Online-Handel, Online-Trading. Wissen Sie, was Online-Handel ist? Wollen Sie nicht erstmal sagen, von welcher Firma aus Sie anrufen? Ich melde mich von Dynasty of Cryptos an. Dynasty was? Of Cryptos, haben Sie mich verstanden so? Nee. Dynasty of Cryptos heißt die Firma. Wie heißt die Firma? Dynasty of Cryptos. Cryptomethod. Dynasty of Cryptos. Ja. Aha. Was ist das? Oder Cryptomethod, so. Haben Sie schon mal Erfahrungen mit Onlinehandel? Warum wollen Sie das wissen? Warum? Weil Sie haben eine Anmeldung gemacht dann. Aha. Sie haben dabei Interesse gezeigt und ich bin dein Account Manager. Verstehen das Sie heißt mich? Ihr Account Manager, nicht dein Account Manager. Ihr Account Manager. Wenn dann. Dann definieren Sie mir bitte mal das Wort Account Manager, weil darunter kann ich mir jetzt auch nichts vorstellen, außer Callcenter Mitarbeiter. Herr Sack, haben Sie diese Anmeldung gemacht, ja? Haben Sie meine Frage verstanden? Ja, wie war deine Frage, neuer Mann? Ach so, also Sie sagen ja, Sie haben die Frage verstanden und fragen dann, wie die Frage war. Das ist nicht besonders intelligent. Muss man ja mal so sagen. Ich sagte die. Ja? Ja, hallo. Ja, guten Tag. Ja, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Okay, super. Antonia Robinson spricht am Apparat. Herr Zuller, wie geht's Ihnen heute? Alles gut. Von welcher Firma ausrufen Sie denn an? Ich melde mich von dem Unternehmen Dynasty of Cryptos. Sie haben schon versucht, ein Handelskonto zu öffnen bei unserem Unternehmen. Und darauf habe Sie geklickt an die Werbung. Aber die Daten sind nicht richtig gegangen. Was ist denn da nicht richtig gegangen? Also, jetzt sollen wir als Berater noch einmal alle diese Daten verifiziert lassen. So können wir weiterarbeiten. Haben Sie mich verstanden? Mehr oder weniger. Also, soll ich dann wiederholen? Also. Wiederholen wird ja nicht besser. Super. So, Herr Zuller, alles, was Sie gemacht haben, ob Sie sich erinnern können. So, Sie haben schon geklickt, eine Werbung an die Unternehmen, die uns vertreten. Wenn Sie sich erinnern. Und darauf haben Sie geklickt. Und jetzt, so, Ihre Daten sind automatisch gegangen an Ihr Handelskonto, wo momentan nicht aktiv ist. Und alles, was wir machen, ist wieder verifizieren. Verstehen Sie mich jetzt? Was wollen Sie denn da verifizieren? Also Ihre Daten wieder prüfen, was Sie eingegeben haben, weil die Handelskonto hat nicht geklappt. Sind Sie jetzt zu erreichen? Ob ich jetzt zu erreichen bin? Nee, ich bin gerade im Urlaub und telefonisch jetzt im Moment nicht erreichbar. So, verstehe ich. Also, was sollen wir denn machen? Weiß ich nicht, Sie können ja mal einen Finger aus dem Fenster halten und gucken, ob der Empfang besser wird. Wie bitte? Ich sage, Sie können ja mal einen Finger aus dem Fenster halten und gucken, ob der Empfang besser wird. Ich verstehe kein Wort, was Sie sagen. Das merke ich. Was machen Sie? Ich mache es nicht, ich habe Sie ja am Ohr. Also, jetzt, alles, was wir brauchen von Ihnen, ist noch einmal Ihre Daten wieder schauen. So, haben Sie mal überlegt, wie möchten Sie arbeiten? Mit welchem Betrag wollen Sie anfangen? Hallo. Ist das irgendein Mensch, was Sie sagen? Weil das ergibt gar keinen Sinn. Gibt es gar keinen Sinn? Nee. Haben Sie mal überlegt, mit welchem Betrag möchten Sie an den Online-Trading anfangen? Bei dem Handelskonto, wo Sie schon eingeloggt sind. Eingelogen, aha.
Ja, ich frage Ihnen jetzt, also ich brauche ein Bescheid, damit ich weiter mit meiner Arbeit machen kann. Ja? So können wir an die Börse. Bitte? Wo kriegen den Bescheid, ja? Also, haben Sie mal überlegt, ja oder nein? Was denn? Den Betrag dann? Na wissen Sie, wenn Sie mal eine ganze Frage stellen würden, ja, dann kann man vielleicht auch darauf antworten. Also, ich glaube, dass ich habe sehr gut gesagt, also alles, was wir ja, jetzt machen, ist noch einmal Ihre Daten wiedersehen. Ja, Arschloch, fick dich, Mann. Ja. Ich höre nicht. Guten Tag, Ellen Rose ist am Apparat. Wer ist am Apparat? Ellen Rose ist am Apparat. Ich rufe Ihnen, Sie verstehen. Ich habe leider noch nicht verstanden. Wie heißen Sie? Evelyn Rose ist mein Name. Ach so, Ich rufe Ihnen, Sie von Sicherheit und Überwachungsabteilung FATF an. Wen möchten Sie denn sprechen? Name? Warte bitte kurz, sonst werde ich Ihnen erklären. Ihre Handynummer bei uns von seit Blockchain weitergeleitet ist in unserem System unter Ihrem Namen mehrere Transaktionen gefunden. Letzte Transaktion wurde ja vor 3 Tagen gemacht, aber es wurde von unserer Seite nicht akzeptiert, weil es von unverifizierten Personen versucht wurde. Wahrscheinlich Ihre Broker benutzt Ihre Namen, Ihre Daten, Ihre Geld und gehandelt. Wie möchten Sie denn sprechen? Bitte? Ich habe jetzt 4 oder 5 Mal gefragt, wen Sie sprechen möchten. Evelyn Rose ist mein Name. Und wen möchte die Evelyn Roth sprechen? Mit Herr Klaus Thaler. Ja, Klaus Thaler. Ja. So. Und worum geht's jetzt? Ich rufe Ihnen von Financial Action Task Force. Das ist ein internationales Unternehmen, welches kontrolliert alle Kryptotransaktionen. Das geht ja gar nicht. Kryptotransaktionen kann man nicht. Nee, ich brauche nicht warten. Sie erzählen ja Blödsinn. Wissen Sie, um was geht es? Ja, um Betrug. Herr Klaus, wir bekommen Ihre Herr Thaler. Für Sie bin ich okay, Herr Thaler. Okay, tschüss. Ich schließe Ihre Kiste und Ihre Geld nach. Tschüss, Betrüger. Betrüger, dumme Mann. Tschüss, Betrüger. Ja. Ja, guten Tag, Herr Klabauter war. Guten Tag. Ja. Ja, mein Name ist Sascha Kovac und wir rufen jetzt unsere Kunden an, die bei uns vor längerer Zeit registriert, aber bisher nichts weiter gemacht haben, also inaktiv sind. Ich gehe davon aus, dass Sie damals vermutlich unsere Werbung gesehen haben, die Ihr Interesse geweckt hat und daraufhin Ihre Daten hinterlassen. Sie wollten noch etwas Geld verdienen, kann das sein? Wie heißt denn Ihre Firma? Kryptocom. Kryptocom? Ja. Also crypto.com oder wie? Genau. Hallo? Nee, mit der Seite habe ich nichts zu tun. Darf ich Sie fragen, warum nicht? Deswegen? Ja, da habe ich mich nicht angemeldet. Es geht darum, also es geht um Ihre Anmeldung, das war lange her, wie gesagt, ja? Egal. Die Crypto.com-Webseite habe ich noch nie besucht. Alles klar. Okay, dann wünsche ich Ihnen alles Gute und auf Wiederhören. Jo, tschüss, Betrüger. Ja, tschüss. Betrüger? Ja. Sie haben mich Betrüger genannt. Warum? Ja, sind Sie auch ein Betrüger? Nein. Na klar. Sie verleumden. Aber auf jeden Fall wünsche ich Ihnen alles Gute. Ja, ich dir nicht. Ja. Guten Tag. Die MD. Aha. Hallo? Ist schon interessant, was Sie da so von sich geben. Bitte? Ich sagte, das ist ziemlich interessant, was Sie da von sich geben. Was möchten Sie denn? Apparat ist Georgia, Christian vom FATF. Wir haben Informationen gekriegt, dass Sie auf den Finanzmarkt Geld investieren und Sie haben Probleme mit Auszahlung. Das ist richtig, ja? Nee. Nee.
Aha, das war's dann schon mit dem Betrugsversuch, oder wie? Ist ja peinlich. Kommt da jetzt noch was Sinnvolles, oder war's das schon? Ja. Ja, hallo, Herr Kuller. Schönen Tag. Was möchten Sie denn? Ja, bitte? Ja, was möchten Sie denn? Mein Name ist Leon, ich bin Kundenberater aus Cardinal West. Ich sehe, dass Sie bei uns gestern eine Anfrage hinterlassen haben. Es geht um Trading oder Investitionen. Nö. Das ist falsch. Das ist immer noch aktuell. Das ist falsch? Das ist komplett falsch. Das haben Sie nicht gemacht. Richtig. Da werden Sie wohl gerade den Datensatz aufgekauft haben gestern. Okay. Danke für die Info. Schönen Tag Ihnen, auf Wiederhören. Tschüss. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Ich hätte gerne mit dem Herrn Steiner gesprochen. Ja, wer möchte das denn machen? Wer möchte denn mit dem Herrn Steiner sprechen? Mein Name ist Kunz. Es geht um ein aktives Spiel, was noch nicht gekündigt worden ist, Herr Steiner. Deswegen rufe ich Sie heute an. Ich wollte gerne nachfragen, ob Sie das vergessen haben zu kündigen oder wollen Sie die 12 Monate kostenpflichtig weiterspielen? Was denn für ein aktives Spiel? Ihr aktives Spiel bei Eurojackpot Spiel 77. Da sind Sie seit 4 Monaten aktiv mit drin und da haben Sie sich registrieren lassen, Herr Steiner. Na, dann können Sie mir auch sagen, wie das zustande gekommen ist. Das sage ich Ihnen. Sie haben sich im Februar, den 7.2.2023, über das Internet registrieren lassen, Herr Steiner. Sie haben da die allgemeine Geschäftsbedingungen akzeptiert. In den AGBs, wo Sie akzeptiert haben, stand drin, dass Sie bei einer Jubiläumsaktion von Großkonzern eine 3-monatige Gratisphase bei Eurojackpot-Spiel 77 mit teilnehmen, dass Sie auch fristgerecht kündigen müssen. Das stand da so drin. Ja, aber Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Natürlich habe ich das beantwortet. Sie sind über das Internet seit dem 7. Das Internet hat 450 Milliarden Webseiten. Und jetzt möchte ich gerne die wissen, wo das zustande gekommen ist. Also, Herr Steiner, es gibt 1000 Millionen andere Varianten, wo wir überall die AGBs akzeptieren. Also wollen Sie mir erzählen, ich bin jetzt bei einem Gewinnspiel und Sie wissen aber gar nicht, woher das kommt. Das ist ja ein schöner Fake. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe Ihnen eben gerade lediglich gesagt, dass Sie bei einem aktiven Spiel mit drinne sind, bei Eurojackpot, seit Januar. Dann überlegen Sie sich mal, wie Sie das zustande gebracht haben. Ich brauche das nicht überlegen. Sie müssen mir das sagen können. Nein, ich muss es eben nicht sagen müssen. Oh, klar, wenn Sie Geld haben wollen, ich habe Ihnen schon genug. Hören Sie doch mal, ich habe Ihnen genug gesagt. Sie denken, Sie haben gar nichts erzählt. Sie sind so schlau, Herr Steiner. Alles komplett wischiwaschi, bla bla, Betrug mehr ist es. Als Sacharbeiterin, hören Sie mir zu. Ich schicke Ihnen jetzt das Lastschriftverfahren raus. Sie kündigen nach 12 Monaten selber. Da lacht Sie. Schämen Sie sich nicht für die Scheiße, die Sie machen. Ach Gottchen. Ist ja peinlich. Sie lachen aber sehr gut. Lachen Sie mal, wenn das Geld abgebucht wird. Ja. Mal wo willst du denn das abbuchen, Püppi? Dann lachen Sie mal. Nein, sag mal, wo das abbuchen, Püppi. Lachen Püppichen. Sie noch weiter. Ja. Ja, das wird schon bei Ihnen mit Ihrer IBAN-Nummer abgebucht. Das ist kein Problem. Na, wie heißt denn die IBAN? Ja, ja, die IBAN sage ich Ihnen jetzt bestimmt. Ganz bestimmt. Ja, genau, weil keiner hat. Wissen Sie was? Herr Steiner, Sie können mich mal am Arsch lecken. Ja. Ja, Herr Steinfeger. Was möchten Sie denn? Guten Tag, mein Name ist Eben Fischer, ich bin weiter für benannt. Ich habe gesehen, dass Sie haben mit meiner Kollegin vorher gesprochen. Ich rufe Sie an wegen Ihrer Bewerbung. Bitcoin Mastery General Crypto. Ist es noch aktuell? Wann habe ich da mit jemandem gesprochen? Wer bitte? Wann habe ich da mit jemandem gesprochen? Am 2.6. Am 2.6. Ja. Aha. Keine Ahnung.
Interessieren Sie sich für Handeln? Was? Interessieren Sie sich für Investitionen? Wozu soll ich mich dafür interessieren? Keine Ahnung, weil Sie haben Ihre Daten hier hinterlassen. Nee. Sehr interessant. Nein, ich habe ein paar Minuten, ich kann Ihnen alles erklären. Habt ihr schon mal gehangelt? Na, wie kommt denn die Anmeldung da bei Ihnen zustande? Sie schreiben Ihr Name, Ihr Hintername, Ihr Telefonnummer und Ihr E-Mail. Und dann bekomme ich, danach rufe ich Ihnen an und ja, so. Also ein illegaler Werbeanruf. Wie bitte? Also ein illegaler Werbeanruf, so wie Sie mir das erklärt haben. Warum? Warum? Haben Sie mir ja so erklärt. So ist es ja rechtlich verboten. Sie haben Ihre Daten hier hinterlassen. Deswegen, ich rufe Ihnen an. Das ist meine Arbeit. Verstehen Sie mich? Also es ist Ihre Arbeit, die Menschen illegal anzurufen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Nein. Nee, dann erklären Sie es mir nochmal, weil so wie Sie es mir jetzt erklärt haben, wäre der Anruf jetzt illegal. Ja, okay. Sie sitzen auf irgendwelchen Websites, dann sehen wir, oh, Krypto. Dann schreiben Sie eine Bewerbung. Und die Bewerbung ist Ihr Name, Ihr Vorname, Ihr Nachname, und Ihr Telefonnummer und Ihr E-Mail. Danach, ich rufe Ihnen an. Okay, also ein illegaler Anruf. Okay, genau. Das wollte ich nochmal zum Verständnis wissen. Also ist das jetzt hier ein illegaler Anruf? Das ist ein illegaler Anruf. Naja, Sie haben es mir ja gerade zweimal erklärt, dass Sie, so wie Sie anrufen, dass das illegal ist. Das ist rechtlich nicht erlaubt in Deutschland. Ja. Ja, genau. Können Sie auch meine Fragen jetzt beantworten? Nö, wozu? Ich würde sicherlich keine Fragen von einem illegalen Callcenter beantworten. Ja. Hallo, einen schönen guten Abend, grüße Sie. Ich spreche gerade mit Herrn Klaus Schwanz, richtig? Ja, wer sind Sie denn? Sind Sie Herr Schwanz? Und wer sind Sie? Ah, Ihr Name ist Schwanz, richtig? Wollen Sie sich nicht erst mal vorstellen? Du bist kleiner Schwanz. Sind Sie doof? Noch einmal? Sind Sie bescheuert? Oh mein Gott, fick deine Mutter, fick deine Familie und du bist ja so klar also und du und Sie scheinen ja nicht viel Erziehung genossen zu haben in Ihrem Leben. Nochmal bitte? Nee, reicht so. Wie? Hey, du. Für Ihre Inkompetenz kann ich da leider nicht. Ihr Nachname ist Schwanz, okay? Ja, wo ist Ihr Problem jetzt? Sind Sie bekloppt oder was? Ist Schwanz ist eine Penne. Oder eine Arsch. Sie sind ganz schön unverschämt. Nochmal? Wenn Sie nicht zuhören können, ist das nicht mein Problem. Ja, natürlich, ich weiß. Was wollen Sie denn jetzt überhaupt von mir? Wie kann ich denn bitte? Hallo, schönen guten Tag. Ich hätte gerne mit dem Gerhard Steiner gesprochen, bitte. Worum geht's denn? Mein Name ist Kunze, ich melde mich von der Kündigungsabteilung der Supertipp-Gemeinschaft. Schön, dass ich Sie erreicht habe, Herr Steiner. Es geht um, aber den Grund, mein Grund des Anrufs ist, dass Sie Ihr aktives Gewinnspiel noch nicht gekündigt haben. Das hat sich bei Ihnen kostenpflichtig verlängert. Haben Sie das mit Absicht so überlassen oder möchten Sie die kostenpflichtige Phase vorzeitig aussteigen und Ihre Daten aus dem System nehmen lassen?
Finden Sie die Frage nicht selber ein bisschen albern? Warum? Warum albern? Selber am besten wissen, dass das Betrug ist. Also das ist kein Betrug. Wir sind hier eingetragenes Unternehmen. Ja, wenn wir kein eingetragenes Unternehmen wäre, würden wir aus Supertipp-Gemeinschaft ist das. Euro-Jackpot und Spiel 77. Da ja, kennst du heißt, das bestimmt. Wie heißt Ihre Firma? Ist, weil, also ich bin die Kündigungsabteilung. Ja, die Firma wird ja nicht Kündigungsabteilung heißen. Nein, die, wenn Sie mal zuhören würden. Der ja, Supertipp-Gemeinschaft ist auch die keine Firma. Supertipp-Gemeinschaft, doch, das ist die Supertipp-Gemeinschaft. Ich habe es ja gerade gegoogelt. Achten, na, was natürlich. Nee, gehen Sie Supertipp-Gemeinschaft ist kein Firmenname. Eurojack, Herr Steiner, gehen Sie rein bei Eurojackpot und mach ich ja hier gerade. 70, wo Sie mit drin sind. Gehen ja, Sie bin rein. Ich ja nicht mit drin. Ist ja Quatsch, haben Sie sich frisch ausgedacht. Da soll erst ein neues Abo zustande kommen, das ist ja klar. Das ist kein neuer Abo zustande kommen, also nein. Sie dann haben geben Sie mir mal bitte Ihren Teamleiter, dann spreche ich mal mit dem über den Datenschutz. Auf was der Datenschutz? Da na, geben Sie mir mal Ihren Teamleiter. Mit mir auch. Ich bin der Teamleiterin, das können Sie gerne mit mir besprechen. Das glaube ich nicht. Datenschutz, dann weiß ich, das glauben Sie nicht. Dann geben Sie mir bitte mal Ihren Vorgesetzten. Aber das ist leider so. Dann geben Sie mir bitte mal Ihren Vorgesetzten. Leider jetzt gerade mein Vorgesetzter ist momentan nicht zu erreichen. Ach, den kann komisch. Ich jetzt leider auch nicht in dem Büro reinholen. Aber wenn Sie irgendwelche Probleme haben mit den Datenschutzbeauftragungen, ja, Ihre Daten haben Sie selber freigegeben. Das stimmt ja Sie nicht. Sie müssen sich erstmal die... Ihre Firma hat die Daten gekauft, damit Sie ein neues Abo abschließen können. Mehr ist es lesen nicht. Sie doch mal erstmal die AGBs erstmal durch, die Sie zustimmen. Das ist Quatsch. Herr Steiner. Nee, wissen Sie es was? Ist Quatsch. Ich schicke Ihnen die 12 Monate in die Braunschweiger Straße. Jetzt ein Lastschriftverfahren. Schauen Sie mal innerhalb die nächsten paar Tage auf Ihrem Konto, was da diese Bewegung ist. Auf meinem Konto sind gar keine Bewegungen. Innerhalb in 3 Tagen werden Bewegungen sein. Was erzählen Sie da für eine Scheiße? Sagen Sie mal, können Sie eigentlich noch schlafen bei so einem Kack? Ist Ihre Mutter richtig stolz auf Sie, dass Sie so einen Job machen, ne? Die Leute verarschen am Telefon. Finden Sie das nicht ein bisschen erbärmlich, was Sie da machen? Nee, ich rede ganz normal mit Ihnen. Sie sind eine Betrügerin und nichts anderes. Ja, hallo? Hallo, schönen guten Tag. Matthias Roth ist am Apparat. Luris Lausberg ist er da? Lausberger, ja. Schön erstmal Sie zu erreichen. Ich melde mich von Trade to Wave. Das ist eine andere Plattform. Sagt Ihnen das was? Nee. Nicht, es geht um Onlinehandel. Aha. Bitcoin, Kryptowährungen, Devisen, Aktien. Und wie kommen Sie da auf mich? Ja, es wurde versucht, einen Account einzurichten, aber es wurde nicht so ganz vervollständigt. Da fehlen also noch ein paar Daten, deswegen melde ich mich bei Ihnen. Aha. Ja, so. Haben Sie sich ja jetzt gemeldet. Ja. Weil wir haben gerade ein Angebot am Start für Neukunden, das wollte ich Ihnen gerade mal vorstellen und unsere Arbeitsweise mal erklären. Weil die Art. Jetzt wird es ja dann eine illegale Kaltakquise. Na, okay. Alles Gute. Tschüss, bitte. Ja. Hallo, Sebastian. Wie geht's? Ja, wer sind Sie? Ich heiße Matthias von Cryptos Market. Aha. Und wie kann ich Ihnen da jetzt behilflich sein? Haben Sie Erfahrung mit Online-Investitionen? Na, wollen Sie sich erstmal richtig vorstellen, von welcher Firma Sie sind, Ihren Nachnamen und so? So wie sich das vielleicht gehört? Ach so, da sind Sie schon gleich völlig aus dem Spiel. Sind Sie überfordert? Okay. Dann sagt er einfach okay, wenn er nicht weiter weiß. Das ist ja auch interessant. Ja. Hallo? Ja, was denn?
Hallo, ja, schönen Tag, servus. Nico Peters, hallo, mein Name, der grüß Gott. Also ich melde mich gerade von der Firma BSM Group aufgrund einer Anmeldung, die Sie zuletzt für uns getätigt haben, also über das Online-Trading, also über das Online-Handel, also beziehungsweise über Online-Investitionen. Hallo? Ja, ich bin dran. Hallo? Ich höre Sie. Hallo? Es ist doch nicht zu fassen, wie dumm ihr alle seid. Wirklich, es ist doch nicht mehr normal. Bitte? Nur sprich! Ja? Hallo Stark, mein Name. Ich hätte gerne den Herrn Steiner, Gerold Steiner, gesprochen. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Herr Steiner, Stark, mein Name erstmal. WP Consulting Kündigungsabteilung hier. Es ging um Ihre Kündigung, die nicht eingereicht worden ist. Haben Sie das vergessen? Welche Kündigung denn? Herr Steiner, von einem 6 aus 49. Sie haben Mitte März haben Sie eine AGB akzeptiert und haben in dem Ihre persönlichen Daten freigegeben plus das 6 aus 49 aktiviert. So, und weil keine Kündigung kam. Ich denke mir mal, also ich sehe nicht direkt, wo Sie das gemacht haben, aber ich denke mir mal, im Einkauf im Internet, Abo-Zeitschrift, E-Mail-Verkehr, könnte überall entstanden sein. Also bei E-Mail kann man kein Abo abschließen. Nein, Sie haben die AG allgemeine Geschäftsbedingung akzeptiert. Ich weiß, beim das Einkaufen, passiert ja auch nicht bei E-Mail. Beim Abo-Zeitschrift. Doch, bei E-Mail, ich tue fast jeden Tag eine AGB akzeptieren über die Mails. Manchmal E-Mail. Wenn ich eine Seite aufmachen will, kommt sehr oft manchmal die AGBs bitte akzeptieren. Nee, das nennt man dann Datenschutzbestimmung. Ach so, jetzt habe ich nicht dran gedacht. So, auf jeden Fall, Fakt ist, dass Sie jetzt ein aktives Spiel haben mit 12 Monaten. Ja, 69,95 durch diese AGB. Der kann ja nicht noch durch AGBs kommen. In AGBs kann man keinen Vertrag verstecken. Das funktioniert nicht. Sie haben keinen Vertrag versteckt. Sie haben erstmal ein Gratisspiel gehabt. In den AGBs stand, dass Sie in den ersten Gratismonaten eine Kündigung einreichen sollen. Gratisspiele gehen, da machen Sie mit. Da ist aber nur ein Fakt, die haben sich juristisch so abgesichert, dass wenn keine Kündigung einkommt, dass Sie die kostenpflichtig weiterspielen lassen können. Ja, dann erzählen Sie mir doch, wo das abgeschlossen wurde. Ich sehe nicht direkt von wo, nochmals, ich wiederhole mich. Also Sie wissen, dass da eine Rechnung auf ist, wissen aber nicht woher, das ist ja höchst seriös. Herr Steiner, es ist gar noch keine Rechnung auf, Sie hören mir nicht zu. Sie haben ein aktives Spiel gerade, das ist das, was da wichtig wäre, ist, dass Sie wissen, wo das herkommt. Weil Sie können ja nicht anrufen und sagen, jetzt müssen Sie was bezahlen, Herr Steiner, und dann wissen Sie aber gar nicht, woher das kommt. Herr Steiner, wenn Sie so schlau sind, schicke ich Ihnen die Unterlagen zu, machen Sie das selber, die Kündigung, die Löschung, alles können Sie selber machen. An welche Adresse schicken Sie denn die Daten? An die Braunschweigerstraße. Ja, ich habe meine Brille nicht an. Braunschweigerstraße. Ja, werde ich hier nicht. Die Unterlagen. Ist mir egal, ob Sie sie kennen oder nicht. Die Akte, die Unterlagen, die werden Sie schon finden, glauben Sie mir. Einen schönen Tag noch, der Herr. Trü. Ja. Hallo. Wir sind die Support-Abteilung für Blockchain in Europa. Wir informieren Sie, dass wir aus Sicherheitsgründen Ihre Kryptowährungswallet vorübergehend gesperrt haben. Ihre aktuellen Kryptowährungsgelder werden bis zu Ihrer Überprüfung aufbewahrt und gesichert. Unser Support-Büro erklärt Ihnen, wie Sie mit der Freigabe von Geldern vorgehen und eine mögliche Auszahlung vornehmen können. Für mehr Informationen drücken Sie die 1-Taste, wenn Sie in der Vergangenheit negative Erfahrungen im Online-Handel gemacht haben. Sie werden so schnell wie möglich von einem unserer Vertreter kontaktiert. Drücken Sie die Taste 2, um die Nachricht abzuhören. Vielen Dank und guten Tag. Thank you for your response.
We would now like to transfer you to a poll taker for just a few more questions. Please stay on the line. Hallo. Ja. Ich höre nix. Hallo, schönen guten Tag. Ja, grüße Sie, Luisa Bergmann ist hier von der Firma Markets Invest. Wie geht's Ihnen? Alles gut, Herr Tofel? Ja oder nein? Gut, ist gut. Was? Ja. Perfekt, freut mich zu hören. Dann kommen wir sofort zum Punkt. Wir sind Finanzfirma. Wir beschäftigen uns mit Online-Investitionen der Börse. Und? Wie finden Sie den Bereich? Welche ist Ihre neue Beziehung damit, Herr Tofel? Eine Antwort. Was bedeutet das? Gut, schlecht, nicht gut, ja. Kein Interesse, interessiert, nicht interessiert. Wie verstehe ich das? Ja, das braucht mal jemand anderen. Ah, okay, gut dann. Vielleicht haben Sie Interesse, noch mit einer anderen Firma zu arbeiten. Nee, ich habe kein Interesse an Betrug. Ach, gut. Sie wissen, dass wir sind ja Betrug, ne? Ja, genau. Ah, okay. Wie haben Sie das verstanden? Kanake ruft doch an. Sie können sich doch gar nicht vernünftig ausdrücken. Aha. Okay, gut. Sie sind ja sehr intelligent. Ja, genau. Ah, ja, genau. Okay, legen Sie auf dann. Nee. Okay, in Ordnung. Ja. Wie Sie wollen. Ich habe noch Zeit. Sie haben noch Zeit, ne? Na, natürlich. Ja. Hallo, einen schönen guten Tag. Spreche ich gerne mit dem Herrn Steiner. Walter. Schön, Sie zu erreichen, Herr Steiner. Ich bin Martin Theiler und ich melde mich vom Blockchain-System bezüglich ein Konto, das an uns weitergeleitet ist. Ja, na klar. Dieses Konto ist auf 1,6 Bitcoins angefroren und bereit für den Auszahlungsprozess, Herr Steiner. Ich bin hier den Weg zeigen, wie Sie es richtig machen können. Toll. Wie bitte? Toll. Toll. Also, kennen Sie Blockchain? Nee. Darf ich? Kennen Sie nicht? Nee. Blockchain ist eine Abteilung, welches diese falsche Plattformen verfolgt und zerstört. Ja, einer von diesen Kunden sind Sie auch, leider so ist. Dieses Konto, wie gesagt, ist bei uns weitergeleitet. 1,6 Bitcoins umgerechnet etwa 43.000 Euro. Und wie gesagt, ich bin hier den Weg zeigen, wie Sie an Ihren Geld reinkommen können, Herr Steiner. Haben Sie denn jetzt Zeit, oder? Ich habe Zeit. Haben Sie schon, okay. Ja. Besitzen Sie einen Computer, damit ich es Ihnen auch besser zeigen kann? Nee, sowas habe ich nicht. Sowas haben Sie nicht? Vielleicht eine Tablet oder Handy? Nee. Gar nicht? Nee. Wie möchten Sie mit diesem Konto verbleiben? Da können Sie mir ja auszahlen, sage ich Ihnen meine Kontodaten. Ja, richtig, aber wir arbeiten mit Krypto und eine Bank arbeitet, akzeptiert Krypto, Herr Steiner. Aha. Sie benötigen eine Krypto-Austausch besitzen, auf Ihrem Namen. Na, dann schicken Sie es mir per Post. Wie sollten wir? Dann schicken Sie es per Post. Möchten Sie es per Post haben? Ja. Okay, gebe ich diese Information bei dem Support und schauen wir. Wenn es geht, werden Sie es alles per Post haben. Okay? Ja. Prima, jedes du Stück, Betrüger. Jedes Stück. Das ist schön. Bitte sehr. Einen schönen Tag noch, schönes Wochenende. Bye, bye. Ja, tschüss, Betrüger. Hier ist die Hotline für einsame Betrüger. Herr Steiner, grüß Sie. Also, am Schluss habe ich gehört, Betrüger. Wer ist der Betrüger? Na, ihr seid doch die Betrüger. Blockchain ist ein Betrüger. Nee, du. Ich bin ein Betrüger. Ja, na klar. Wie können Sie es beweisen? Brauche ich nicht beweisen, hört man doch an deiner Stimme. Ach so, das ist Ihre Meinung. Okay. Aber das ist eine falsche Meinung. Nee, das ist doch Wissen. Wissen. Tut
tut mir leid. Schreibt mal mit W. Das ist nur und dann mit Meinung. I und das dann mit einem S. Und nein, das macht kein Problem. Ja? Hab ich gedacht, wer ist der Betrüger? Mhm. Weil tschüss Betrüger, ja. Nein, die sind unseriös, ne? Weil mhm. ist wie ein deutscher Mann zu sprechen. Aber kein ja. Problem. Ist das lustig, wenn Problem. Du versuchst, wie ein deutscher Mann das zu sprechen. Dabei Problem. hast du nicht kein mal einen Schniedel, so wie ich das an deiner Stimme höre. Es ist einfach ihre Meinung. Ja. Also bist du da ganz dolle traurig? Ist, ja. Hm. Also ich bin hier der Ansprechpartner. Oh nein, aber nicht, dass er gleich weint. Informationen mit. Ja. Jetzt oh. lassen Sie mich ausreden. Oh, erkläre nicht, dass er gleich weint. Oh, gleich kommt der Krokodiltränen. Och nö. Oh, gleich weint der kleine Betrüger so. Und dann fleht er noch Allah, so. Allah, Allah, ich hab wieder nichts verkauft, jetzt krieg ich Ärger von meinem Chef. Oh! Mach ja. mal weiter, das macht keinen Problem. Mach mal weiter so, genau. Ha, scheiß Betrüger. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich nee, erzählt, du bist kein ist. Ehrlicher Mensch, du bist höchstens das macht, ein abartiger Außerirdischer, aber kein ehrlicher ist. Mensch. Das ist Ihre Meinung. Nee, und, das ist Wissen, das ist Fachwissen. Diese Negativität Hab ich aus der Bild-Zeitung mein Fachwissen. Behalten diese Negativität für sich selber. Oh. Wiedersehen. Ciao. Oh, gleich weiter. Ja, guten Tag. Hallo, guten Tag. Mhm. Spreche ich mit Schaum Spanfeger? So sieht's aus. Ich kann nicht gut hören, bitte. Sind Sie Herr Steinfeger? Ja, so sieht's aus. Okay, ich bin Marlene Lindberg, Herr Steinfeger. Mhm. Ich rufe Sie vom Blockchain an. Wegen Warum? Ihrer schlechten Erfahrung, die Sie in den Finanzmärkten gehabt haben. Sie haben eine schlechte Erfahrung. Sie haben nee, Geld investiert mit falschen Plattformen und Nö. Bis jetzt haben Sie kein Geld zurückbekommen. Stimmt das, Sie, oder? Nee, das stimmt nicht. Wie kommen Sie denn da drauf? Stimmt nicht? Nee. Aber es geht über ein Konto mit Ihren Daten, das Sie bei Blockchain haben. Aha, sehr interessant. Wo kommt das Konto her? Also, dieses Konto ist mit 1,2 Bitcoin und gerechnet in Euro sind 32.000 Euro. Mhm. Dieser Betrag ist mit Ihren Daten, weil Sie haben früher Geld investiert mit falschen Plattformen. Aha. Und wir arbeiten für die Leute, die Geld verloren haben. Jetzt haben wir ihr Konto gefunden. Möchten Sie die Auszahlung, Auszahlungsprozedur machen? Nee, das schenke ich dir. Ach, danke. Ja, kannst du behalten. Du Vollidiot. Ja. Ja, hallo? Hm. Hören Sie mich? Ja. Herr Leon, schönen guten Tag. Tag. Also hier ist Nico Müller. Ich rufe Sie von Infinity Brokers. Sie haben sich bei uns angemeldet, richtig? Nee. Also es geht um Handel mit Kryptowährungen, vielleicht. Hören Sie mich, ja? Ich höre Sie. Ja, genau. Sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrungen auf diesem Bereich gesammelt? Ich meine Finanzmarkt-Trading. Ma. Nein? Profi. Okay. Also, das mag nichts. Also, bei uns ist es nicht sehr, sehr einfach. Sie haben viele zwei Möglichkeiten. Also, die erste wäre, dass Sie mit einer Expertin zusammenzuarbeiten. Und aber ich bin doch selbst der Experte. Wie bitte? Ich brauche keinen Experten. Ich bin doch ein Experte. Sie brauchen keinen Experten. Dann können Sie mit der Roboter arbeiten. Vielleicht. Mit was? Mit dem Roboter. Also, brauche ich auch nicht, mache ich alleine. Brauche ich dann einen Experten oder einen Roboter, wenn ich das alleine kann? Ja, das können Sie allein machen, wie Sie wollen. Also, ja. Genau. Also, haben Sie uns jetzt mal WhatsApp? Ich kann gerne Ihnen ein paar Informationen schicken. Okay, jetzt wird's unseriös. Und tschüss, Betrüger. Warum? Warum glauben Sie das? Ja. Ja, hallo, Herr Hodensack. Entschuldigung für die Störung, bitte. Ich rufe Ihnen von Firma Shop Online. Ich bin die Arztberaterin Anna Meyer. Wie geht es Ihnen? Entzückend. Okay. Also, Herr Hodensack, wie schon gesagt, von Firma Shop Online. Eigentlich, Sie haben bei uns bestellt, oft das Mal. Für letztes Mal leider die Paket hat zurück bei uns gekommen. Ich weiß es nicht, was ist denn passiert?
Nö, ist angekommen, das Paket. Mit Alpha Zone und Gigant. Alles, was ich bestellt habe, ist da. Ist alles angekommen. Hier steht, das hat zurück bei uns. Ja, hier steht, dass sie hat zurück bei uns gekommen, deswegen. Nee, ist alles angekommen. Würde ich gleich nochmal bestellen. Also, Herr Hodensack, sowieso, nicht Herr. Dieses Mal eigentlich, ich habe Ihnen angerufen für eine kleinste, das entsteht aus 6 Packungen, eigentlich von Realpreis 234, Sie können es profitieren nur für 140, da Sie können total selber auswählen, Alpha Zona, Maro, Gigant oder was Sie es möchten. Und auch haben wir ein Produkt, das heißt das Cannabisöl. Eigentlich die meisten Kunden, die es auch probiert haben, viele Vorteile für diesen Produkt erzielen haben, wenn sie das möchten zum Profitieren. Oder 12 Packungen nur für 280. Naja, dann nehmen wir das mit den 12 Packungen. Mit 12 Packungen? Ja. Okay, und möchten Sie gerne haben dann Cannabisöl, mache ich für Sie, und Gigant oder von Alpha Zone? Das Letztere. Oder mache ich eine Kombination zwischen Creme und Kapsel? Ja, das geht auch. Dann machen wir das so. Okay, dann machen wir das so. Nur diesem Kapseln eigentlich, netter Herr, ist sehr wichtig, morgen und abends. Nicht eine Kapsel am Tag, sondern zwei. Ja. Immer am Abend ist sehr wichtig, ja, vor dem Essen. Und diesem Creme, Sie wissen das schon, dass Sie können eine halbe Stunde nach dem Duschen. Ja. Okay, dann sag, Herr Hodensack, dann innerhalb einer Woche, das glaube ich, kommt bei Ihnen. Die Adresse ist die gleiche wie letztes Mal, 12055, die Straße Braunschweiger Straße Nummer 55, und Sie leben in Berlin, oder? Ja, genau. Okay, dann, also nicht das erste Mal eigentlich, bei uns funktioniert per Nachname. Aber nicht zu Hause sind, dann Sie können per Post abholen, sowieso, ich werde Ihnen selbst anrufen. Nicht vergessen, ja, bitte, Sie haben mit Frau Anna Meier gesprochen, mit dem Spezialisten Anna Meier. Bis jetzt, wir werden zusammen in Kontakt bleiben. In Ordnung? Ja, das ist prima. Ja, das ist prima. Okay, dann. Herr Hodensack, ich bedanke mich ganz herzlich, netter. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und bleiben Sie gesund. Ich werde Ihnen selbst anrufen. Ja, ebenso. Bis dann. Danke. Tschüss. Tüdelü. Ja. Hallo, Herr Hodensack, Entschuldigung für die Störung. Bitte, ich bin nochmal die Frau Anna, dass wir zusammen gestern gesprochen haben. Also, nicht der, die Adresse, ich habe das leider nichts gefunden. Können Sie bitte nochmal wiederholen? Die Postleitzahl 12055, oder? Ja. Die Straße? Braunschweiger Straße 55. Okay, und Sie leben in Berlin dann? Ja. Okay, das, okay, in Ordnung, jetzt, ich habe das gefunden. Okay, dann, Herr Hodensack, wir zusammen gesprochen, 12 Packungen, mache ich beides oder 6 und 6? Na, 6 und 6. Ah, okay, dann 6 und 6. Okay, dann innerhalb einer Woche, das kommt bei Ihnen, und wir werden zusammen in Kontakt bleiben, Herr Hodensack, Anna Meier. Alles klar. Ich bedanke mich. Danke, tschüssi. Ja, guten Tag. Ja, einen schönen guten Tag. Ist es Frau Gelinde, Suppe? Ja. Ich bin die Frau Meier vom Unternehmen Limited Charm. Es geht um Ihre Bestellung, die Sie bei uns getätigt haben, für die Test-Y-Kapseln. Ja. Es geht um die Verzögerer. Ich bräuchte jetzt nur Ihre vollständige Anschrift, dass ich das so gemäß an Sie verschicken kann. Nichts weiteres. Braunschweiger Straße in 12055 Berlin und die Hausnummer ist 55. 55 ist die Hausnummer. Gibt es da noch einen Zusatz zu der Hausnummer 55? Nee. Okay, das wäre dann insgesamt alles. Ich will nur erwähnen, dass dieses Gespräch aufgenommen wird zur Verbesserung unserer Dienste. Nichts weiteres. Wollen Sie, dass Sie Ihren Geburtsdatum hier eintragen, dass Sie morgen auch einen Geburtstagsgutschein bekommen können? Nö, das brauche ich nicht. In Ordnung, überspringen wir dann. Und ein Momentchen.
Das ist unsere Zentralnummer. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen auch unsere direkte Nummer durchgeben, dass Sie uns immer erreichen können. Wenn Sie wollen, wenn Sie einen Stift bei haben, falls nicht, das bekommen Sie auch in dem Paket mit drin. Ja, das steht ja dann noch drin, das reicht mir. Ganz genau, ganz genau. Sie haben hier den Goslim-Kräutertee bei uns bestellt für das Abnehmen und Sie haben auch den Parasol-Kräutertee auch bestellt. Ja. Das war heute gegen Parasiten und Sie haben die Test-Y-Kapseln bestellt. Die Test-Y-Kapseln sind für die Potenz. Ja. Wollen Sie, dass ich Ihnen das alles schicke? Das haben Sie alles heute bestellt. Ja, genau. Okay, dann schicke ich Ihnen das zu. Wir haben auch ein Tagesangebot. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das so schicken, ja. Dass Sie so gesagt 10 Packungen bekommen. Ich kann Ihnen da 3 Test-Y-Kapseln schicken, 3-mal den Parasol und 3-mal den Goslim-Kräutertee. Das wäre dann für Sie alles insgesamt 199, was Sie am Ende zahlen, für die 9 Packungen, wenn Sie wollen. Ja, das machen wir so. Okay, dann schicke ich Ihnen das alles so zu. Ein Momentchen, Gespräch wird aufgezeichnet zur Verbesserung unserer Dienste. Das ist dann bis ungefähr Donnerstag bei Ihnen da. Ja. Die Auslieferung erfolgt mit der österreichischen Post. Falls Sie nicht zu Hause sind, geht es weiter so gesagt in die Post, dann können Sie das in der Post abholen und dort auch zahlen. Ja, prima. Zahlung ist per Nachname, Sie können das auch mit der EC-Karte zahlen oder mit Postkarte oder in Bar oder in dem Paket und in der Post auf die gleiche Weise. Ja. Okay, passt es Ihnen so? Prima. Okay, dann schicke ich Ihnen 3-mal die Test-Y-Kapseln, ich schicke Ihnen dann 3-mal den Parasol-Kräutertee und 3-mal den Goslim-Kräutertee und das ist insgesamt alles, was Sie zahlen, 199. Ja. Keine Versandkosten, keine zusätzlichen Kosten. Auf den Namen Gerlinde und der Familienname Puppel. Ja. Das ist gut notiert. Okay. Ja. Das wäre dann alles. Ich wünsche dann noch einen schönen Tag für Sie und wir hören uns dann wieder. Prima, bis denn. Tüdelü. Danke. Tschüss. Ja, hallo? Hallo. Is this Mr. Fias Popper? Was? This is Mr. Fias Popper. Du rufst in Deutschland an. Dutch? No English? Nee. Hier ist Deutschland, nicht England. Englischland ist hier nicht. You can put the Google Translate on your computer and go over your keys. Put Google Translate on your computer. Hast du gerade die Nase voll oder was ist los? Computer. Wie war das damit? Yeah, you keep talking. Computer. Ja, was ist damit? Ja, was soll ich denn damit machen mit dem Computer? You have Google Translate. Google Translate. Computer. Und da soll ich dich jetzt reinstecken, oder was? Popper. Was denn? You want your money back? Go get computer. Aha. Sehr interessant. Go get computer. I put Google Translate. Wollen wir uns jetzt ein bisschen mit Marmelade einreiben? Ich habe noch ein bisschen Erdbeermarmelade da. I don't understand you. Get computer, Google Translate. Ja. Okay? Ja. Go get computer. I wait. Go get computer. Toll. Are you getting computer, yes or no? Und du? Google Translate on computer. You understand or no? Oh, you're gonna keep going, you fuck. Hallo? Ja. Ja, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Sebastian Groß, mein Name. Habe ich recht, den Herrn Herbeck. Ja. Herbeck, gerufen tue ich vom Hause eToro, falls der Name was sagt. Ich hoffe ja. Ihre Kontaktdaten wurden hinterlegt vor einer geraumen Zeit wegen einem Handelsdepot. Wegen der Einrichtung von einem Handelsdepot. Aha.
Also da wollten wir uns gerne erkundigen, ob das gewollt war von Ihrer Seite, ein Versehen oder was dazu geführt hat, dass es nicht vervollständigt worden ist. In der Hoffnung, dass Sie besser Bescheid wissen als wir. Nö, ich kann Ihren Anruf jetzt nicht zuordnen. Nicht zuordnen, okay. Also Thema Online-Trading, war das aktuell bei Ihnen die letzte Zeit, oder? Nee. Nicht? Also auch rein informativ nicht, oder? Ich wüsste nicht, was ich damit soll. Entschuldigen Sie mich bitte, Herr Habeck, diese ganze Fragerei. Also ich möchte Sie ja nicht, ich möchte nicht, dass Sie sich eingedrängt fühlen, aber ja, weil zu diesem Bezug wurden ja die Kontaktdaten hinterlegt. Vielleicht sind sie auf uns durch einen Zufall gelandet. Kann auch durchaus möglich sein, da sie ja über nichts Bescheid wissen. Also nur das wollten wir gerne nachfragen. Aha. Also dann störe ich auch nicht länger, weil wie es scheint, Sie möchten sich auch nicht diesbezüglich bei irgendetwas informieren. Nö, ich habe ja nichts gefordert. Nicht das Ziel. Okay. Herr Beck, dann ich hoffe, ich habe nicht zu lange gestört, aber ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und das Gespräch. Bleiben Sie bitte gesund. Mhm. Ja, bitte. Hallo? Was denn? Spreche ich da mit dem Herrn Hurensack? Was soll das? Hallo? Ja, was soll das? Hallo, der Herr Hurensack. Haben Sie irgendwie ein Problem? Hallo, Herr Hurensack. Ist bei Ihnen irgendwas nicht in Ordnung? Bei uns ist alles in Ordnung, aber ich wollte Ihnen 10.000 Euro senden. Geht das für Ihnen klar? Nee, brauche ich nicht. Ein paar Produkte für die Schwanzvergrößerung. Es wurde mir gesagt, dass Sie also ein Kleinschwänzer sind. Kleiner Pipi. Das wäre interessant. Ja, das ist nicht nur interessant, sondern wahr. Sind Sie jetzt fertig? Bitte? Was möchten Sie denn? Ich wollte Ihnen die Produkte senden. Was soll ich Ihnen umsonst senden? Ich brauche von Ihnen nichts. Was meinen Sie? Ja, wer sind Sie denn? Ich bin von der Firma Shop Online. Kennen Sie mich nicht? Nö. Wir haben mal miteinander gesprochen, habe ich Ihnen die Produkte geschickt, die haben Ihnen so gut getan, ne? Können Sie sich erinnern, Herr Hurensack? Mit Ihnen habe ich noch nie gesprochen. Ehrlich jetzt? Ich weiß nicht, wer Sie sind. Ich weiß nicht, was Sie möchten. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch eine schlechte Nacht. Entschuldigung, gute Nacht. Das war's leider schon wieder von unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Wenn du magst, dann wähl doch gerne noch ein anderes Video aus unserer Playlist aus. Viel Spaß dabei. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.